Jo, willkommen hier zu Saints Row. Jo, ein älteres Spiel, was ich schon lange habe, aber immer vorgehabt habe zu gameplayen. Ja, willkommen erstmal zu Saints Row, wie schon gesagt. Und ja, ich wollte erst euch mal das präsentieren, weil ich ja Saints Row 1, 2 und The Third habe. Und ich habe ihn ja in meinem früheren Let's Play Channel ja auch so gesehen gegameplayt. Ich habe da jetzt kein Let's Play so draus gemacht, aber ich habe einige Szenen mal so gemacht. Und Mission da mal so gespielt, aber das werde ich jetzt bei The Third machen, weil es jetzt aktuell ist. Ja, ich habe jetzt soweit alles eingestellt. Anzeige, Audio, Helligkeit, Untertitel, ja. Ja, beibehalten, ne? Ja, okay. Audio, da machen wir mal die Sprache ein bisschen höher, so. Machen wir mal hier. Ja, hier so, okay. Gut. So, erledigt. Ja, starten wir mal ein neues Spiel. Dann wisst ihr ja schon mal, wie das am Anfang alles so losgeht mit Saints Row. Danach werdet ihr noch auf Saints Row 2 noch was erleben. Da werdet ihr auch noch so eine Art Gameplay-Video machen. Und danach geht es mit The Third weiter mit Mission machen. Ja, hier fängt man erstmal am Anfang an, hier so einen Charakter zu erstellen. Man kann dann hier verschiedene Sachen aussuchen, wie man ihn gerne haben will. Am Anfang, ich nehme erstmal kaukasisch und dann hier kann man Augenbrauen, alles wechseln, hier, wie man es gerne möchte. Also am Anfang finde ich das echt so ein bisschen Art Sims-mäßig so, aber hat schon was auf jeden Fall. Ja, kann hier schon viele coole Sachen machen. Hier gibt es auf jeden Fall auch lustige Frisuren. Ja, so. Dann kann man noch den Körper wechseln. Man kann hier in so einen heftigen Bodybuilder-Typi sein oder so. Aber wir wollen es ja mal lieber nicht übertreiben. Ja, ich bin schlank. So. Sättigkeit. Man kann hier auch hoch und da. Ah, wunderbar. Ja, sowieso kann es bleiben. So. Dann kann man auch Immuni wieder zurück, wenn man nicht will und so. Und dann kann man auf Y schon das Spiel starten. Fangen wir an. Freeze Restrained Saints, die Straßen von Stillwater. Hey baby, I could show you a good time. Man, fuck the rollers. LeVar, you gonna let those bitches disrespect us? Shit, what you think? Fuck you think you're doing? Just being civic-minded is all. That's so? Yeah, some dumbass cracker went and shit all over this wall. We just cleaning it up. Yo. Hector says buenas noches. Hey, yo, get up, motherfucker. Hey, yo. Gangster-Shit. Yeah. Krieg von den Kopfschuss der eine. Die einmal Rad drehen, ey. Voll böse, ey. Time, wrong place, dog. Ich hatte sich zu früh gefreut. Okay, Player. Julius, let's move. Wir werden jetzt von unseren Kollegen abgeholt. Wow. Das musste ja passieren. Heftig. That don't look so bad. You should be fine. That's Troy. You can thank him later. Hey. The row ain't safe no more, son. You got gangs fighting over shit that ain't theirs. And you in the way? They don't care if you represent them or not. Julius, this is no time to recruit. We need all the help we can get, son. No, we need to get our asses out of here. In a minute. Look, the Rose got a problem. Come to the church when you want to be a part of the solution. Ich
Ja, ich zeige euch ja mal, wie das so aussieht. Also spielerisch sieht das so aus. Hier kann man, kriegt man noch so ein Tutorial, dass man hier sein Spiel speichern kann und so ein Speicherpunkt. Dann zeige ich euch jetzt mal hier den Start. Hier, das ist die Welt, das ist Stillwater. Ja, also sieht das aus hier. Mit diesen ganzen Grünen sind hier auch Geschäfte. Dann kommen noch später so Art Aktivitäten, die man ja noch hier abschließen kann. Man kann dann auch hier auch die Gebiete erobern. Hier sieht man jetzt hier blau. Das sind die, ich weiß nicht, wie die nochmal heißen. Das ist auf jeden Fall so eine Autogang. Die machen auf jeden Fall mit Autotuning und so. Und hier ist das Gebiet der Thirsty Strange Saints. Und hier müssen wir gerade hin. Da können wir Missionen machen. Parole. Every motherfucker here knows what we need to do. Now those bitches be riding around here thinking they own these streets. I don't care what flags they flying. Rollers, Carnales, Vice Kings. No one's making this nigga scared to walk the road. We about to lock this shit down right now. All right, yeah! Yeah! Fuck yeah! Who the fuck's this guy? Troy and I found him. We're gonna see if he'll ride with us. Julius, if he wants to run with the Saints, he gotta be canonized. Hey, he's right, Julius. Everyone had to do it. You ready for this, player? Ja, Mann, wir müssen uns jetzt beweisen. Komm her, Jungs, jetzt kriegt ihr einen von einen drauf. Bam. Komm. Komm her, Mann. Steh auf, du. So, da kommen noch weitere zwei. Irgendwelche Vollpfostens. Ey, yo, Mann. Ach, scheiße. Da war ja Hau, ne? Ah, jetzt. Hä? Hau zu, Mann, du Memme. Ah, jetzt. Zack. Hau sie zusammen, Mann. Oh. Nein, hört auf. Ah, bam. Aua. Und das. Bam. Wow. Chillt mal, euer Lieben. Zack. Bam. So, niedergehauen. Willkommen bei den Thirsty Strange Saints. You earned your colors today. That's some impressive shit. The only other saint who kicked ass like that was Johnny. Shit took me half the time. Welcome to the Third Street. Yeah, man, Bruder. Let's get down to business. If we're serious about taking back the road, we gotta let those motherfuckers know what time it is. Now you break it down, and it's all about respect. Get enough of it, they're gonna back off, and we're gonna move right on in. We got some friends in town that could use some help. Give them a hand. Of course, you can always drop any motherfucker flying the wrong flag. So long as word gets out that the Saints is on the roll, I don't give a damn how you do it. You feel me? So, wir haben es abgeschlossen, kononisiert. Ja, Auftrag erledigt. Jetzt können wir einen Mitstreiter haben, eine Fahrerin. Wow, cool. Ja, wir haben auch schon 1000 Dollar noch zur Verfügung am Anfang. Wir können dann überall hin. Zum Beispiel können wir jetzt, sollen wir jetzt eine Waffe kaufen und so. Also hier bei Saints Row kann man schon einiges, vieles machen. Wer noch nicht keinen Saints Row hat, noch nicht vielleicht zwei oder Third, der kann sich das auch noch holen. Aber ich würde empfehlen, erstmal, wenn man erstmal bei Saints Row reinkommen will, dass ich erstmal, dass man erstmal den ersten Teil spielt. Gibt es ja auch für PC und alles. Ich spiele das jetzt momentan auf die Xbox 360. Sei ja auch nicht schlecht. Also, ja, man kann hier schon einiges machen. So ist auch Saints Row zum Leben gerufen worden. Und ja, es ist ein lustiges, cooles Spiel auf jeden Fall. Und kann ich Ihnen ja, empfehlen, der noch nicht Saints Row gespielt hat. Es kann ja sein, dass einige von euch jetzt hier zuschauen, die schon mal Saints Row 2 oder The Third mal gesehen haben oder gespielt haben. Aber ich würde auch immer empfehlen, den ersten Teil mal eine Chance zu lassen, mal zu spielen, damit ihr mal reinkommt. Da fing es auch alles an, das ist eigentlich auch sehr cool. Ja, und im nächsten Gameplay werde ich euch denn Saints Row 2 vorstellen. Ja, und danach werde ich dann für Third für euch dann so Mission-Projekt-Gameplay machen. Also da werde ich für euch die Mission so spielen. Das werde ich bei GTA 4 dann auch machen. Okay, aber das werdet ihr noch bei GTA 4 noch erfahren. Also ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ja, euch gefallen. Den Eindruck hier bei Saints Row. Ja, und ja, ich würde es immer empfehlen. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und bis nächstes Video, euer Gear Tobi und ciao, ciao.